Ach ja, der März. Es regnet wieder Vitamin D. Und womit könnte man das besser feiern als mit zwei Comics vom Sohn des grünen Rumpfes, Scar? Geschrieben ist das vom modernen Peter David Gregg Pak, gezeichnet von Ron Garney, der sehr lange bei Marvel dabei ist. Wer dieser Guis ist? Keine Ahnung, ist bestimmt irgend so ein Inker. Scar ist der Abkömmling des Sarkasons und man könnte eher behaupten, dass ihn der Planet geboren hat und nicht seine Mutter, denn das Erste, was er wahrnehmen konnte, waren Flammen und Zerstörung. Durch das Verschwinden von Grünnarbe hat die Red King Rebellion wieder angefangen, ordentlich zu terrorisieren. Und das wäre doch ein idealer Auftritt für einen Eingriff von unserem Hulk-Sohn. Nämlich Scar. Scar kämpft ja gegen den X-Men, der mehr als nur ein Schlachter ist und auch wirklich seinen eigenen Weg mit eigenen Gründen bestreitet. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber der Charakter hatte auch was gehabt. In diesem Comic erfährt man übrigens, dass der Red King zu einem Cyborg umfunktioniert wurde. Jep, der Hulk hat ihn nicht komplett getötet. Und ja, Scar ist hier eben halt der Retter des Planeten, also halt der grüne Sarkason. Das bemerkt man auch dadurch, dass aus seinem Blut anfangen Pflanzen zu wachsen. Vielleicht war deshalb das FBI auf Bruce Banners Blut so scharf gewesen. Sie wollten eine gute Ernte. Ne, jetzt mal Spaß beiseite. Ist wirklich ein wunderschöner Comic. Auch ein paar Zeichnungen von Carlo Pagalayan. Ich glaube, ist ein Spanier. Was auch fast nie woanders erwähnt wird, ist, dass Hulk noch einen zweiten Sohn hat, Hero Kala. Und das, was Kyra an Hulk so mochte, hasst Hero Kala an seinem Bruder Scar selbst. Er sieht in ihm eine unkontrollierte Bestie. Er selbst sieht sich schon als Gefahr für den ganzen Planeten an, denn er ist ein Oldstrong. Oldstrong sind Schattenpriester, die den kompletten Planeten kontrollieren können. Sie absorbieren Gestein und Kinetik. Heroin war ein Old Strong, ihr wisst schon, der Kerl, der so aussah wie dieser Jet Li-Mönch. Nee, aber da soll einer noch behaupten, Hulk wäre wirklich eine einfältige Figur. Denn ich finde, mit diesem Scar-Konzept hat man dieses Hulk-Medium extrem erweitert. Ich finde auch, Scar ist wirklich eine ziemlich interessante Figur. So hätte auch ein Nachfolger des Hulk sein können und nicht dieser Amadeus Cho. Darauf komme ich später zu sprechen. Bebildert ist das vom, wie vorher erwähnten, Ron Garney. Er fängt ja an zu schwächeln, die Lines sind schwach, aber trotzdem sind die Bilder noch schön wuchtig. Den zweiten Band habe ich mir noch nicht geholt, weil er da irgendwie selbst auf dem Hulk trifft. Dann kommt Galactus und ja, das Ganze war mir ein bisschen zu wirr. Kommen wir zu einem besseren. The Incredible Hulk, Son of Banner. Ganz ehrlich, scheiß auf das Vater-Sohn-Verhältnis von Bruce und Damian Wayne. So sollte ein Vater-Sohn-Comic sein, wenn der eigene Sohn einen um sieben Köpfe überragt. Hier ist es Scar der Fall. Hier kann sich Banner leider nicht mehr in den Hulk verwandeln, da der rote Hulk ihn ihm ausgefiltert hat. Er hat ihn quasi den Hulk rausgepresst. Ich check das irgendwie nicht. Bruce Banner wurde erst zum, oder ich sag mal, sein Hulk wurde erst grün durch eine zweite Dosis Gammastrahlen. Also wenn dann ein gewisser Anteil aus ihm rausgefiltert wurde, müsste er sich dann nicht wieder in den grauen verwandeln? Scar hasst seinen Vater Hulk. Er will ihn töten und auf was trifft er als erstes? Auf dieses kleine Männlein. Mit Indiana Jones Tasche. Man kann sagen, dass er mit Banner eine gewisse Hassliebe aufbaut. Er bereitet ihn selbst auf den Kampf mit Hulk vor. Mit Trainingspartner. Er hetzt auf ihn den Juggernaut. Er legt sich mit Wolverine an, dem Ding. All die Standardproben, die er als Hulk in seiner Karriere durchlaufen hat.
nur um ihn auf den Kampf mit den richtigen Gevatter Halke vorzubereiten. Warum hat es mir auch gefallen? Jede Menge interessante Nebenfiguren. Tut das gut, diese Typen wiederzusehen. Wer diese Figuren sieht, weiß schon, wie lange die schon als Leser bei uns da sind. Korg, den wir schon aus Planet Hulk kennen müssten. Kate Waynesboro, einer von Bruce Banners Lieben, die Hero ihm absorbiert hat. A-Bomb, Rick Jones persönlich. Eine witzige Stelle gibt es auch noch im Comic, in dem Bruce Banner und sein Söhnchen selbst in einem Comicladen sind und er vergleicht ihn schon als Conan. Das allein ist schon pures Gold im Comic gewesen. Gezeichnet ist das vom jedes Mal von mir hochgelobten Ariel Olivetti. Der Mann hat's einfach drauf mit seinen computerdigitalisierten Ölbildern. Ich habe ihn schon mit Conan verglichen. Aber würde der Kerl noch Metal hören? Ich würde es unglaublich feiern. Das wäre dann so ein richtiger Nathan Explosion. Kennt ihr Deathclock? Das ist dieser langhaarige Typ. Egal, das tut jetzt auch nichts zur Sache. Warum ich diesen Comic auch als letztes reviewen wollte, ist einfach der Grund, es ist der letzte seriöse Hulk-Comic. Das letzte Gute. Ja, genau. Man könnte sagen, das ist das letzte Mal, dass wir überhaupt ein anständiges Hulk-Comic in der Hand gehabt hatten. Denn alles, was danach kam, ist Fall of the Hulks. Und das ist purer Trash in meinen Augen. Alle haben sich in Gamma-Monster verwandelt. Es war nichts mehr Besonderes, Hulk zu sein.